Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Werkstatt. Heute geht es darum, ein Schloss zu schmieren. Das heißt, das Schloss sollte eigentlich einmal im Jahr geschmiert werden. Da sollte man einmal hier oben drauf Öl machen auf die Falle. Das wäre dann also hier. Und man kann auch das Schloss in sich schmieren, also innen drin, ohne dass man das also ausbauen muss. Das geht eigentlich ganz einfach. Und zwar hat das Schloss, wenn man den Schnapper reinmacht, das mache ich jetzt mal eben hier mit dem Schlüssel. Jetzt gehe ich mal eben hier so daran. Da sieht man so ein Loch da drin. Das Ganze ist oben auch zu sehen. Und da muss ich eben halt mit der Sprühdose rein. Das kann ich dann einmal so schräg von der Seite machen. Kann ich reinstecken und dann drücke ich da mal drauf. Das gleiche mache ich nach oben hin auch. Mal nach unten. Kann man ruhig so 30 Sekunden lang drauf drücken. Da wird nämlich das Schloss nachher im Inneren geschmiert. Ich drehe das jetzt mal eben einmal so rum hier. Da wird einmal hier oben ist das Loch ja. Das sprühe ich einmal diesen Bereich hier, das heißt also hier die Nuss und die Feder, die hier alles, was hier alles sitzt. Und wenn ich die Stroh nach unten halte, schmiere ich hier die Zuhaltung, die Feder und den Schließriegel. Das ist eigentlich alles, was man wissen muss, um das ja, zu schmieren. Das gleiche mache ich jetzt nochmal eben an meiner Werkstatttür hier. So, dieses hier ist meine Werkstatttür und jetzt kann ich hier einmal ein bisschen Öl drauf machen und so sieht das hier im eingebauten Zustand aus. Und wenn ich hier die Klinke runter mache, dann kann ich einmal hier oben rein und einmal unten kann ich auch rein. So, das war es eigentlich schon und schon ist das Ganze geschmiert. Und so kann man ein Schloss jedes Jahr einmal schmieren, ohne dass man es ausbauen muss. Es geht also ganz einfach. Kann ich nur jedem empfehlen, das einmal im Jahr zu machen. Das ist ganz wichtig, weil sonst kann das passieren, dass da Teile abbrechen. Okay, das war es mal wieder und ja, ich hoffe, das war wieder ein bisschen lehrreich. Hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Man weiß wieder ein bisschen mehr. Nicht vergessen, einmal im Jahr so ein Schloss schmieren, dann läuft das also hervorragend. Es gehen auch keine Federn kaputt so schnell und man hat da lange was von, ohne dass da eben halt was passieren kann. Das war's von meiner Seite aus und dann freue ich mich schon auf das nächste Projekt.